In der heutigen Sendung beschäftigen wir uns mit Straßenbau, Bekleidung, Teppichen, einem Popstar, Kinder in Nepal, Kinderarbeit in Indien, einem Friedensnobelpreisträger und einem ganz besonderen Ehepaar aus Bad Bentheim. Mit überschwänglichem Applaus begrüßte das vollbesetzte Forum in Bad Bentheim im Oktober 2015 den Friedensnobelpreisträger Kailash Satyarthi, und es war nicht das erste Mal, dass Satyarthi in Bentheim war. Die lokalen Würdenträger und Unterstützer freuten sich sehr. Für mich ist es eine Ehre, heute dabei zu sein, um einfach mal mit dem Nobelpreisträger, dem Friedensnobelpreisträger, zusammenzutreffen. You can't imagine how happy and proud we are that you, Kailash, have returned to Bad Bentheim after so many years. Doch warum kommt ein Friedensnobelpreisträger nach Bentheim? Tauchen wir in die Vergangenheit ein. 1993. Ein vierminütiger Fernsehbericht über eine Befreiungsaktion versklavter Kinder durch den indischen Menschenrechtler Kailash Satyarthi rüttelt das Ehepaar Kolhoff auf. Im September 1994 erhält Kailash Satyarthi den Aachener Friedenspreis, den alternativen Karlspreis. Kolhoffs gelingt es, Satyarthi in die Grafschaft einzuladen. Im Oktober 1994 machen Mitglieder der Grafschafter eine Welttage, einen Gegenbesuch in Delhi in Indien. Ein paar Aktionen und Kampagnen im Schnelldurchlauf. Informationskampagne für Ruckmark, Teppiche ohne Kinderarbeit. Besuch mit ca. 100 Interessierten auf Einladung des Möbelhauses Wilken nach Werlte zu einer Ruckmark-Präsentation. Kolhoffs besuchen die größte Teppichmesse der Welt, die Domotex in Hannover. Einladung von Bundesarbeitsminister Dr. Blüm zum Abendessen auf dem Petersberg nach Bonn anlässlich des Besuches Maneka Gandhis, der Präsidentin von Ruckmark India. Der Global March gegen illegale Kinderarbeit startet am 17. Januar 1998 in Manila. Vom 15. bis zum 17. Mai 1998 sind die Demonstranten bei uns in der Grafschaft. 4000 Grafschafter nehmen an den Veranstaltungen in Badel, Bad Bentheim, Schüttorf und Nordhorn teil. Besuch in Nepal. Einladung der Friedrich-Ebert-Stiftung zur Verleihung des Menschenrechtspreises 1999 an Kailash Satyarthi und eine umfangreiche Medienkiste für interessierte Gruppen und Schulen wird zusammengestellt. Es wird der Gedanke geboren, einen Verein zu gründen. Erneuter Besuch von Kailash Satyarthi im Rahmen der weltweiten Kampagne Bildung für alle. Fußbälle ohne Kinderarbeit. Es erfolgen verschiedene Veranstaltungen zur Information. In den Schulen im Salahi-Distrikt gibt es unvermindert Zulauf. Jetzt sind es schon 650 Kinder. Eine persönliche Mitteilung vom Grafen von Unheilig erreicht Kolhoffs. Auch vor Ort bemüht sich der Verein, Einfluss zu nehmen, wie bei der Pflasterung der Wilhelmstraße. Es wurden zertifizierte Steine aus Indien verbaut, die zweifelsfrei nicht von Kindern bearbeitet wurden. Aber auch Geschäfts- und Privatleute können durch ihr Kaufverhalten dazu beitragen, die Kinderarbeit und Versklavung einzudämmen. Achten Sie also auch auf Herkunft und Zertifikate. Neben der Eindämmung der Kinderarbeit in Indien ist die Förderung einer Schule in Nepal das andere Betätigungsfeld des Vereins. Dieses besondere und über so viele Jahre kontinuierlich betriebene Engagement der Eheleute Kolhoff halten wir für preiswürdig. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es, sagt Erich Kästner. Kolhoffs machen es. Today no company in the world can simply ignore the issue of child labor. Heute kann kein Land auf der ganzen Welt Kinderarbeit negieren. Child labor is very much the part of corporate social responsibility and accountability. Es ist eine Gemeinschaftsarbeit, dass alle für gegen Kinderarbeit verantwortlich sind. So the power of ordinary people is supreme. Also wir sehen, die Macht der ganz normalen Menschen, der Menschen wie du und ich, ist die, die an erster Stelle steht. Wenn Sie sich intensiver informieren möchten, bietet die Homepage www.zukunft-entwickeln.de dazu reichlich Gelegenheit.